Statt auf vier den Rechtsschaller geht, noch vier und noch handeln. Und die Links mischt die Bewegung matt. Und dann machen wir immer mehr Großkreise. Und wir kommen immer mehr an den innersten Bereich an Teil. Nur vier aus. Du kannst für dich daheim zeigen und drehen oder auch mehr. Und dann machen wir die andere Richtung. Wir fangen noch mit Klang an. Das geht ja in die andere Richtung. Also die Schelle. Ganzen Kreis für die Bewegung zu spüren. Und dann im Moment halten, tief in und ausatmen. Und dann drehen wir also Zeit. Den Wirbelsäule ist ganz recht, nach oben ausgerichtet. Stand steht um beidem ab und seht ich nach oben. All den Arm über den Kopf an, oben an und aus. Und da legst du die Hand auf die Knie ab und wir drehen es auf die andere Seite. Anatmen. Arm über den Kopf an, ausatmen. Hand ablehnen auf die Knie, anderen drehen, abrichten, anatmen, über den Kopf an, ausatmen, andere Kehle, drehen, anatmen, abrichten, an, ausatmen. Wir bleiben im Moment, anatmen, an Zeit, an und aus. Bleib drei guten Zischler. Und dann legen wir die andere ab. Und dann renken die andere Seite. Abrichten. Anatmen. Herumheben. Ableiben. Ausatmen. Probier unter dem Arm durch rauszugucken. An den Scheller so weit nach Hause wie möglich zu machen. Dafür kannst du dich im Knie unhallen und dich nach mehr nach Hause bringen. Und dann an Zeit anatmen. Spür wie hei die ganz seitliche Partie mit dem Atem gefolgt. Und spür es bis an den Mittelfinger, bis an den Ringfinger. Mit drei Atem sich. Auflehnen und die Schenkel noch vier ausdehnen. Und dann schwingen wir den Arm seitlich. Auflehnen, Arm auflehnen, ausatmen. Das ist immer Schwung. Bleiben wir.
2 bis 3 Atem zu schlagen, andere Mal Zeit rausspüren. Spüre, wann den Atem du hinkommst, wann du anatmest. Und nicht forcieren. Durch das Ausatmen, an Anatmen. Dann lässt zurückkommen, auflehnen, ein Genuss spüren. Und dann holen wir 10 nur 4, anatmen und ausatmen, und rückmachen, anatmen, ausatmen, anatmen, ausatmen, den letzten Kehr anatmen, ausatmen, bleiben. Dann machen wir 10 zusammen, wir fallen sie an, die 2 Zeichen fangen weisen noch 4. Wir ziehen das noch ein bisschen mehr noch 4 raus. Kommen nach oben, gestreckt, an richtig so weit, ob wie es geht, nach oben ausgerichtet. Seitlich ausschwenken. Nach oben anatmen, ausatmen seitlich. Nach Ecken oben. An den letzten Kehr. Komm zurück an mit. Wir drehen die Tandfläche nach oben. Ecken noch 4 an mit. An Ecken nach oben. An der Ecke seitlich ausschwenken. Anatmen. Ausatmen, bleiben anatmen, zurück an mit ausatmen, nach oben anatmen, seitlich ausatmen, bleiben anatmen, nach oben ausatmen. Und dann lässt du den Händen und wir dehnen als Arm seitlich aus. Streckst du wie eine Mauer die 2 Seiten weg, wo wir sind. Bleiben, die Arme drehen. Dicht die eine Seite an die andere Seite. Dann drehen die Handflächen zu dir, so. An deren sind parallel und das nennen den Kronenleuchter auf Deutsch. Und wir drehen den Eis. Die eine Seite anatmen auf 4, andere Seite ausatmen. Lehnen als Neige auf die eine Seite und auf die andere Seite. Bleiben. Atmet. An die andere Seite. Bleiben. Anatmen. Andere zurück. Dann lädst du den Hand auf die Schellerin und du drehst sein Kehr. Ganze Schallerbereich. Noch 4 an der Hand. Dann lässt den Hand ganz locker auf der Schaller leihen. An mir drehen, an mir schwenken von enger Seite auf die andere Seite. Immer im kleinen Atemstich aus.
ableifen. Neige die eine Seite. Lässt die Hand von der Schülerin und du bringst sie vier und den Brustkorb. Du kannst entweder so lösen oder liegst an den Knie verschränken. Und dann von enger Seite auf die andere Seite schwenken lassen. Und da rutschst du mit den Händen löser los oder mit den Arm löser los nur innen. Probier ja nicht zu kontrollieren. Lass den Hüfte lassen. Den Becken lockeren. Den Schellere lass los. Und dann räum von innen nur aufkommen. Und dann machen wir noch einmal. Du kannst halt natürlich gerne auch mich oft nach daheim machen, weil das wirklich eine gute Übung ist für die Seitenpartien. Zu lockern, zu entspannen, alles zu machen. Ausschwingen lassen, Nacken kurz nur spüren. Tief an den Hals atmen. Dann ziehen wir die Schultern her, bis bei den Ohren rund. Atmen die Wand an, die Schultern fallen lassen. Spüre an den Seitenpartien ran, den Schellerbereich. Dann lehnen wir noch ein Kehrt ab an die ganze Halspartie. Du verlädst den innersten Arm an den Rück, an den anderen Arm über den Kopf, hältst die Hand, ganz tust du mit der Hand den Kopf um und du ziehst. Oh, ganz leicht nehmen und dann ausatmen und noch ein auf die andere Seite. Schulter geht hochgezogen und der Kopf geht ganz leicht gedehnt auf die Seite. Atmen an der Brust.